Licht, Ton, Kamera und Bitte. Und damit seid ihr gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodim zu einem kleinen Special-Video. Ein Jahr ist es nun her, seit Vivala Waldorf, der große, kleine Spielfilm auf Zwergenfürst LP, das erste Mal zu sehen war. Das einjährige Jubiläum von Viva la Waldo. Hey! Hallo! Ist deine Schwester von Josi, oder? Ja. Hey, kann ich mich zu dir setzen? Ja. Schule ist bei uns genauso anstrengend irgendwie, aber. Naja, ich kann ja kurz erzählen, was wir bei uns so machen. Also. Deshalb habe ich heute für euch 10 spannende Fakten vorbereitet. Hinter der Kamera und zu den Dreharbeiten und zu der Produktion von Viva la Waldorf, die ich euch heute mit ein paar kleinen spannenden Sequenzen vortragen werde und vorstellen werde. Auf geht's, würde ich sagen. Nummer 1. Zu Drehbeginn standen alle Schauspieler fest und die Besetzung der Rollen war komplett gecastet, bis auf die Rolle der Gymnasiasten, die in den Kaffeeszenen zu Beginn und zwischendurch und im Epilog auftauchen sollte. Die musste im Nachhinein kurz vorm Dreh der Kaffeeszene neu gecastet werden, da die zuvor geplante Darstellerin der Gymnasiastin am Vortag krank geworden ist und leider ausfiel. Daher drehten wir mit einer Schülerin, die am Vormittag noch angefragt wurde und am Nachmittag ziemlich unvorbereitet in diesem Café saß, um ihre Rolle zu spielen. Und du kommst gerade von der Schule, oder? Oh, es ist so anstrengend. Wir haben jeden Tag dasselbe und es ändert sich nichts. Also das Gymnasium ist echt überhaupt nicht mein Typ. Fakt Nummer 2. Alle Schauspieler, die im Film zu sehen sind, sind entweder Waldorf-Schüler oder Waldorf-Lehrer. Die Kennerin, die in der Kaffeeszene mitspielte, war damals in einer Waldorf-Schule. Die ganze Besetzung, wie ihr seht, besteht aus Waldorf-Schülern. So, hallo. Was darf es denn bei euch sein? Ich nehme eine kalte Schokolade. Eine Schokolade. Ja, dann würde ich eine kalte Schnauze nehmen. Fakt Nummer 3. Einige Szenen des Filmes wurden gedreht, ohne dass die Schauspieler wussten, dass die Kamera läuft. Um das Ganze ein wenig authentischer zu gestalten und die Handlungen der Personen ein wenig natürlicher zu gestalten. Fakt Nummer 4. Alle Unterrichtsszenen außer der Physik- und der Zeichenunterrichtsszene wurden in echten Unterrichten gedreht. Die Physikunterrichtsszene wurde am Nachmittag extra für die Kamera nachgestellt. In der Zeichenunterrichtsszene saßen 2 Schauspieler vor der Kamera und ich stand hinter der Kamera. Ansonsten war der Raum ziemlich leer. Situationen, auch in denen der Schüler steht, also der Entwicklungsstand. Ja, nehme ich die Platz. Fakt Nummer 5. Alle Nahaufnahmen der Hauptfigur mussten im Nachhinein in der
Nachproduktion gedreht werden, da die Hauptfigur zu den Hauptdrehzeiten nicht da war. Wir setzten sie an einen passenden Hintergrund und eine passende Umgebung und schnitten das im Nachhinein so zurecht, dass es so aussah, als würde sie in den Unterrichtsszenen und den eigentlichen Hauptdrehorten wirklich mit dabei sein. Ich habe jetzt für Sie ein Experiment vorbereitet, wo man sieht, dass, wie funktioniert eine klassische Sicherung. Ich hole die Geräte jetzt und Ihre Aufgabe ist zuerst, dass Sie das Experiment aufmerksam beobachten. Fakt 6. Die Unterrichtsszenen mussten am Nachmittag gedreht werden, da zur Drehzeit ich selbst im Unterricht sein musste und schulische Verpflichtungen hatte. Daher musste zum Beispiel auch die Hauptunterrichtsszene mit dem Morgenspruch um 16 Uhr gedreht werden. Guten Morgen, 10. Klasse. Guten Morgen, Frau Fiedler. Ich schaue in die Welt, in der die Sonne leuchtet. Fakt Nummer 7. Für die geplante Kaffeeszene wurden insgesamt 5 Kaffees angefragt. Allein das Schöne-Dinge-Café Magdeburg kooperierte. Ein schönes Dankeschön an das Schöne-Dinge-Café an dieser Stelle. Also ich würde auch gerne mal auf die Waldorfschule kommen. Ja, also komm einfach vorbei beim Monatsfeier oder Tag der offenen Tür. Akt Nummer 8. Es existiert eine Datei mit Outtakes von diesem Film, die bis heute nicht veröffentlicht wurde. Fakt Nummer 9. Es dauerte ein ganzes Jahr, diesen Film komplett fertigzustellen. Der Dreh des Filmes dauerte 7 Tage lang, also eine Woche ungefähr. Im Schnitt saß ich für den Film 14 Tage lang und die meiste Zeit verbrachte ich mit dem Schreiben des Drehbuchs und den Vorplanungen. Es richtet sich auch nach den Möglichkeiten, die Lehrer, Freunde, aber eben auch Außenstehende haben, uns etwas anzubieten. Das kann sein, dass es mal ein ganzes Jahr läuft, wie die Theater geht zum Beispiel. Es kann aber auch sein, dass es kürzere Projekte sind. Fakt 10. Es war ein schwerer und langatmiger Kampf, die Einverständnis der Schule zu bekommen, den Film zu veröffentlichen. Da diese Entscheidung in der Schule auf mehrere war es ein großer, schwerer Kampf, da letztendlich veröffentlicht werden konnte. Wenn der breite Weg von vielen Akteuren, Vereinen und eben gerade auch den Schulen im Netzwerk Schule ohne Rassismus belebt wird, da sind wir mit dabei und da zeigen wir, wir sind auch ein Teil von bunten Magdeburg. Letztendlich hat es geklappt. Am 23. Juni 2017 wurde er dann auf YouTube veröffentlicht. Einen Kanal, also auf deren Website, auf deren Channel und auf deren Plattformen wurde er auch ausgestrahlt. Wird wahrscheinlich immer noch. Er ist dort Teil des offenen Kanalprogramms und läuft dort ab und zu mal rauf und runter. Ein Jahr ist es nun her. Ich hoffe, euch haben diese Fakten jetzt nicht allzu sehr aus der Magie des Filmes gerissen. Wenn doch, tut es mir leid. So ist es hinter den Kulissen und so läuft die Magie des Filmdrehens ab. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Däumchen nach oben, sollte euch dieses Video mit den schönen, tollen Fakten hinter der Kamera gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid. Und ja, kein weiteres Video. Vielleicht auch keinen weiteren Spielfilm mehr mit dem Zwangfest verpassen wollt. Vielleicht gibt es ja eines Tages, eines Jahres mal einen neuen Spielfilm. Vielleicht setze ich mich mal irgendwann dran und dann gibt es vielleicht mal was Neues. Was Neues gibt es auf jeden Fall immer, jederzeit auf meinem Kanal. Jetzt ist demnächst die Sommerpause, aber dann geht es auch bald mit neuem Content weiter. Täglich bei mir auf 2MVP. Täglich. Nehmt fast die Zeit und gehabt euch wohl darin. Ciao, ciao.
Nummer 1 zu Drehbeginn standen Fakt Nummer 1. Und das wird spaßig im Schnitt. Inklusive sind Fakt in der Zeichentrick. Lel. In der Zeichenunterrichtsszene. Und die meiste Zeit ein Haar, das nicht gerade sitzt, was so ist. In der Zeichenunterrichtsszene. Ich kann es nicht aussprechen. In der Zeichenunterrichtsszene. Jetzt habe ich mich so gefreut, dass ich es hingekriegt habe. Fakt Nummer 6. In der Zeichenunterrichts... Schnauze!